Ihr sitzt an einer Hausarbeit und wollt gerade nach passender wissenschaftlicher Literatur recherchieren? Eine Liste mit einschlägigen Suchbegriffen habt ihr schon. Jetzt geht es darum, die Begriffe für die Suche richtig zu kombinieren. Alles mit und, oder? Ach ja, die logischen Operatoren. Wie ging das nochmal? Leier züchtet Tiere für die Produktion von Wolle. Alpakas und Angoraziegen. Manchmal bekommt Leier einen Auftrag nur für Alpaka-Wolle, manchmal nur für Angora. Manchmal aber braucht sie eine bestimmte Farbe, weiß, braun oder schwarz, egal von welchem Tier. Da Leier mehrere hundert Tiere auf dem Hof hat, ist das Aussortieren je nach Auftrag recht aufwendig. Deswegen hat sie sich eine Drohne mit künstlicher Intelligenz angeschafft, die mit ihrer Kamera in der Lage ist, die passenden Tiere zu identifizieren. Das Einzige, was die Drohne braucht, sind klare Befehle. Klare Sache, Alpaka und braun. So findet die Drohne problemlos braune Alpakas. Wenn sie braun oder weiß eingibt, werden braune und weiße Alpakas und Ziegen gefunden. Nun braucht Leier weiße Alpakas und Ziegen. Weiß und Alpaka und Ziege gibt sie ein. Was findet die Drohne? Erstmal nichts, denn die Tiere, die zugleich Alpaka und Ziege sind, gibt es nicht, oder? Nein, das ist nicht ganz, was sie braucht. Sie braucht weiße Tiere, egal ob Alpakas oder Ziegen. Aber wie wird die logische Verbindung Alpaka oder Ziege von dem Teil und weiß abgegrenzt? Ach ja, da benutzt man Klammern, wie in Mathe. 10 durch 2 plus 3 ist ja etwas anderes als 10 durch Klammer auf 2 plus 3 Klammer zu. Mit der Eingabe weiß und Klammer auf Alpaka oder Ziege Klammer zu findet die Drohne Alpakas oder Ziegen, die weiß sind. Für den nächsten Auftrag braucht Leier Wolle von Alpakas oder von Ziegen, diesmal aber auf keinen Fall schwarz. Gut, dass Leier weiß, wie man diese Farbe ausschließen kann. Klammer auf, Alpaka oder Ziege, Klammer zu, nicht schwarz. Das müsste funktionieren. Nun wisst ihr, wie man Suchbegriffe für die Recherche mit logischen Operatoren kombinieren kann, oder?